Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Im heutigen Part machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir hatten ja den Steinrang erreicht. Und dann hatte ich noch ein bisschen hin und her gefarmt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir wieder ein bisschen was auf der Farm machen. Muss mal ganz kurz schauen. Wir haben es 10 Uhr morgens. Hatte ich alles erledigt? Nein, ich hatte noch gar nichts erledigt. Ich weiß auch gar nicht mehr. Achso, ja, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Wir sind vor Erschöpfung umgefallen. Und deshalb bin ich auch schon so ein bisschen angeschlagen. Das hatte ich ein bisschen vergessen. Machen wir nicht nochmal. Wird mir nicht nochmal passieren. Aber hey, so haben wir auch herausgefunden, wie das aussieht, wenn das passiert. Okay. Oh. Wir haben auch direkt den Cabbage fertig, den ich am liebsten direkt verkaufen würde, aber kann ich noch nicht. Ich würde ihn nämlich erstmal ins Museum geben. Und dann, wenn wir kommende Cabbages haben, dann kann ich die zumindest verkaufen. Okay, damit haben wir das erstmal erledigt. Ich habe ja gesagt, dass ich in dem Part in die Minen gehen möchte. Und dass ich auch nicht mehr alle Leute anspreche, sondern einfach nur die Leute, bei denen ich denke, dass ich da die Beziehungssachen unbedingt hochmachen möchte. Und später, beziehungsweise alle Leute, die mir noch unterwegs begegnen, die möchte ich auch noch dann ansprechen. Aber ich renne jetzt nicht mehr extra beispielsweise zu Henrietta, weil das eine ganze Menge Zeit in Anspruch nimmt. Selbst wenn ich an den Dialogen interessiert bin. Und ja, das war so, wie ich das jetzt geplant hatte. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Stadt. Und ich sollte vielleicht auch erstmal auf meine Requests schauen. Genau. Crop Soul 3 von 10. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Shards, die werden wir wahrscheinlich in der Mine finden. Und eine Trout Angel. Wir brauchen dafür erstmal eine Angel. Sprechen wir erstmal mit der Statue. Do you feel a shift in the air? It seems the flow of magic has increased. The mines have been opened. Interesting. Keep me appraised. Apprised. Phantasm. Although I feel my strength slowly increasing, my memory still lags. Okay. Wir haben jetzt, glaube ich, noch nichts, was wir mit den 10, die wir haben, kaufen können. Oh doch. Time sensitive. Aber das brauche ich noch nicht. Woodcrafting brauche ich auch noch nicht. Ich denke, was jetzt ganz praktisch ist, ist hier erstmal. Digging up peat, soot and clay will sometimes drop double the usual amount. Ich denke, das ist nicht verkehrt zu haben, wenn wir jetzt in die Minen gehen. Und ja. Dann gehen wir erstmal nach Mystria selbst. Gut, dass wir so viele Bären gesammelt haben. Die kann ich nämlich jetzt problemlos als Helfquelle für den Dungeon verwenden, beziehungsweise die Minen. Ich denke, damit sind wir dann erstmal ganz gut aufgestellt. Da. Ganz viele Bären. Die Tulpe lassen wir liegen. Noch mehr Bären. Und hey. Wenn du schon einmal hier bist, dann sprechen wir auch gleich mit dir. Hey, Phantasm, fishing is good today if you've got time. Habe ich leider nicht, sorry. Und ich habe auch immer noch keine Angel, also von daher würde es eh wegfallen. Haben wir jemanden? Oh, ja, perfekt. Perfekt, dass du uns gleich entgegenkommst. Dann bekommst du nämlich direkt auch eine Daffodil. I found some mystery seeds this morning. I hope I can get them to germinate. Sicherlich. So lovely. You know exactly what I like. Ich meine, du hast die einfachsten Vorlieben von allen. Du möchtest einfach nur Blumen. Deshalb denke ich, ist es auch ziemlich einfach, das weiter zu bedienen. Weil die Blumen auch sehr einfach anzubauen sind. Ich denke, ich sollte, bevor es einen... Hat sie gerade ihre Frisur gewechselt? Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Ich glaube, ich habe mir das gerade nur eingebildet, oder? Tending to my flowers might be my favorite part of the day. It's so relaxing. Huh. Naja, whatever. Guten Tag. The mines are open again. Please be careful down there.
Oh, but does this mean we'll have a steady source of ore again? We're barely getting by with Bella's connections. I've been mixing drinks since I was a kid. Mom used to say I whooped up a mean hot chocolate. Okay. Nora, what's the meaning of this red blood here? Do we need to check it over again? Oh no. That sauce from Holt's lunch. Okay. Oh, wir haben den Stamina up. Und wir haben das Geld, das werde ich erstmal einlösen. Okay, und dann haben wir neue Sachen. Cop some ore. My ore shipment is running late and my lazy brother. Yada yada, okay. Werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Und Bella möchte einen Rubin. Das machen wir doch problemlos. Okay. Ich werfe die Dandelion weg. Guten Tag. Let me know if I can help you find anything, Phantasm. Natürlich. Ich möchte Strawberry Seeds. Oh, sehe ich das gerade richtig? Der Strawberry Seed, der kann sich selbst erneuern einmal. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Okay. Ich wollte auf jeden Fall den Strawberry Seed. Den können wir nämlich jetzt noch anpflanzen. Wenn ihr gerade einmal hier seid, spreche ich noch mit euch. Nothing like a walk to work up an appetite. I wonder what Rayna's cooking up today. Not that you need to bother, but March might warm up to you if you bring him that ore he needs. He made it so it, but he appreciates when people pitch in. Ich meine, er hat uns schon einmal, als er betrunken war, ja so ziemlich unser Zutrauen ausgesprochen. Wir wollen jetzt schon mal ein bisschen Potato Soup essen. Have you seen the special Phantasm? Rayna would love if you tried it. Wo ist sie überhaupt? Oh, sie ist unten. Sie können wir auch noch ansprechen, wenn sie einmal auf dem Weg ist. Nothing like a little walk to help me clear my head. Okay. Gut. Alle, die jetzt im oberen Bereich sind, die werde ich erstmal ignorieren. Und wir gehen erstmal zurück auf unsere Farm, pflanzen das Erdbeersaatgut und dann gehen wir in die Mine. Dann kann ich beim nächsten Mal eventuell auch besser planen, wie ich das dann mit der Mine handhaben möchte. Ups. Okay, einmal umflügen. Zack. Oh, ich bin ja doof. Es war ja schon umgepflügt. Ah, okay. So, dann gießen wir es und die Erdbeeren sind gesät. So, dann lagere ich erstmal noch das und das Stamina ab. Das brauche ich ja auch nicht unbedingt jetzt. Und habe ich noch irgendwas, was ich mitnehmen kann in den Dungeon? Ich meine, ich könnte Mixed Fruit Juice als Notfallreserve mitnehmen. Ich weiß nicht, welche Werkzeuge, die wir besitzen, alle geeignet sind. Ach, den Grass Seed wollte ich jetzt eigentlich nicht. Weg mit dem Grass Seed. Okay, wenn wir einmal hier sind, können wir natürlich auch mit Henrietta sprechen. Das gute Hühnchen freut sich sicher, wenn wir mit ihr sprechen. Henrietta looks at you, twinkle in her little black eyes. Sie ist halt einfach die Beste. So, dann mehr Beeren. Die nehmen wir auch mit. Noch mehr Beeren. This is very awesome. 140 Beeren. Oh, da drüben sind noch mehr. Immer her damit, immer her. Gut. Okay, die beiden sind hier drinnen im Museum. Das heißt, die beiden nehme ich natürlich auch noch mit. Who knew that starting a museum would be so much work? Ach, Quatsch. Me, sir. I did try and warn you. So you did. Well, it's fun work. Ich kann es mir vorstellen. Hier, nehmen wir erstmal den Cabbage. Und damit fehlen uns nur noch Kirsche und Erdbeere. Kirsche werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil es zeitlich einfach viel zu knapp wird. Aber die Erdbeere kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, und dann
gehen wir endlich nach all der Zeit mit voller Erwartungshaltung in die Mine. Mines Entrance. Tutorial the Mines. Exploring the mines is a great way to find new materials, forage, fish, insects and even treasures. Break rocks on each floor to find a ladder, allowing you to progress further downward. Don't forget that you can jump and swim as you explore. Every 5 floors you will unlock an elevator platform, allowing you to travel quickly from the mine's entry. Proceed with care. Magic seeping into this world has turned inanimate objects into monsters. Upgrading your sword and armor will aid you as you progress. The entry statue can also be used to purchase helpful mining and combat skill perks with collected essents. Okay. Ich meine im Prinzip das, was wir erwartet haben. Ups. Das war ein Sprung. Und wir haben direkt die Leiter nach unten gefunden. Und auch unser erstes Kupfererz. Nehmen wir mit. Jawohl. Dann gehen wir auch gleich in zweite Runde. Ich frage mich, ob das wie in Harvest Moon ist, wo das Ganze sich resettet. Okay, du kämpfst wie ein Buu. Das heißt, wir schauen nicht hin, warten, bis du zuschlägst, und dann Red Toadstool. A red mushroom sometimes dropped by mushroom monsters, likely poisonous. Hätte ich jetzt auch nicht versucht zu essen, aber danke für den Hinweis. Harvest. Upper Mines Mushroom. A wild mushroom with great flavor and texture, commonly used as cooking ingredient. Okay. Okay, wir kriegen ja auch eine ganze Menge Stein. Ich würde Stein gerne mitnehmen. Aber wir haben gerade nichts, was wir so wirklich wegwerfen können. Vielleicht können wir ab einem gewissen Punkt einfach... wobei. Will ich jetzt schon das Juice trinken? Ich trinke jetzt das Juice. Dann können wir die Steine einfach problemlos mitnehmen. Ist zwar eine harte Verschwendung, aber... wollen wir mal nicht so sein, nicht wahr? Und ich habe die Leiter gefunden. Sehr schön. Okay. Es ist 20 Uhr. Ich würde sehr gerne die Motte fangen, aber ich habe keinen Inventarplatz. Wobei... wisst ihr was? Weg mit den Steinen. Wie gesagt, weg mit den Steinen. Jawohl. Die Lantern Moth können wir nämlich auch direkt im Museum abgeben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen. Ja. Wir gehen erstmal zurück und geben die Sachen ab, die wir abgeben können. Oh, dich würde ich auch gerne fangen, aber bringt mir gerade nichts. Wir donaten erstmal, was wir können. Dich, dich und dich. So, Insect Set und Mines Forge Set. Beim nächsten Mal weiß ich, dass ich beispielsweise die Axt und die Hake daheim lassen kann. Bei Harvest Moon war es so, dass man die Hake dafür verwendet hat, um in den Minen immer tiefer zu graben. Scheinbar ist das hier nicht der Fall. Und ich würde sagen, ich gehe zurück auf die Farm und wir machen morgen in der Mine weiter. Weil ich jetzt gerade auch, ich sag mal, ein bisschen spät dran bin. Oh, Marienkäfer. Den wollen wir auch noch schnell abgeben. Das lohnt sich doch. Da haben wir einige... oh, ohne Schnecke. Hör damit. Da haben wir doch einiges jetzt tatsächlich hier wieder ins Museum abgeben können. Und uns fehlen nur noch 2 Insekten und dann haben wir die Spring Insect Collection fertig. Sehr schön. Wir machen auf jeden Fall große, große Fortschritte. Machen das schnell. Kann ich alle verkaufen. Das sind immerhin auch ein 10er, glaube ich, die wir dafür bekommen. Dann schauen wir mal, vielleicht finden wir noch so einen kleinen
so eine kleine Menge an Nachtinsekten, die hier so rumeiern. Sieht aber nicht so aus. Oh doch, da ist noch eine Schnecke. Zack. Drei Stück. Und dann nehmen wir auch den Grass Seed mit. Oh, hier liegt noch das ganze Holz, was ich gestern beim Zusammenklappen hier liegen lassen habe. War natürlich nicht so gut. Okay. Dann lagern wir erstmal. Oh, Snails bringen sogar 15. Lohnt sich das ja richtig? Komm, wir nehmen auch gleich noch den Rhinoceros-Käfer mit. Und dann verkaufen wir das Ganze und farmen jetzt noch ein bisschen. Oh, wen haben wir da? Ein Hummingbird Hawk Moth. Okay, damit haben wir doch direkt wieder einen abgehakt. Den kann ich dann morgen ins Museum bringen. Lagere ich erstmal kurz ein. Darf ich dann morgen nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir jetzt noch ein bisschen auf der Farm. Glücklicherweise, da es ja schon so spät ist, habe ich jetzt auch keinen Bedarf mehr, zurück in die Therme zu gehen, ins Bad. Sondern kann ja einfach vor mich hinarbeiten. Und unsere Steinsammlung wächst auch. Ich fühle mich fast schon wie Troy von Pokémon. Oh, das Holz, das hat sich auch gelohnt. Ich und mein Holz. Ding. Ding. So, schüttel, schüttel. Der Baum, der wird noch gefällt. Mitsamt seinen Stumpf. Jawohl. Und ich denke, damit können wir dann auch definitiv Feierabend machen für heute. Zack, zack. Und speichern wir eben. Ich habe 17 Minuten von der Aufnahme, das heißt, ich bin mal so frei und gehe direkt in den nächsten Tag über. Und wir haben sogar Town Rank 12 und ein neues Item freigeschaltet. Sehr schön. Das ging schnell. Friday Night at End. Oh. Oh, okay, gut. Das heißt, wir wollen im Prinzip alle unsere Stadtaktivitäten für heute Abend aufheben. Und wollen jetzt so ziemlich direkt zu Beginn in die Minen gehen. Dann nehme ich erstmal die Kanne raus. Und gieße alles. Dann komme ich wieder hier rein. Daffodil, sehr schön. Okay, ich gehe nicht sofort in die Mine. Ich gehe erst nochmal ganz kurz in die Stadt, aber nur ganz kurz. Und dann gehe ich in die Mine. Und ich würde sagen, gegen Abend ungefähr, also Abendspielzeit, könnte ich dann den Part beenden. Und dann können wir uns den Friday Night für den nächsten Part aufheben, je nachdem, wie schnell jetzt die Zeit vergeht. Ich brauche auf jeden Fall mehr Saatgut. So, und den Baum natürlich. Grashüpfer? Komm her. Kling. Oh, dich hatte ich noch gar nicht. Na, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar, dann lagern wir dich. Und wir lagern die Hake. Und wir lagern die Axt. Wir brauchen nur die Spitzhacke und das Schwert für den für die Mine. Ich meine, technisch gesehen ist es ein Dungeon, also war das nicht ganz falsch, was ich gesagt habe. Und dich wollen wir abgeben. Dich verschenken wir. Dich brauchen wir für den Quest. Einmal, glaube ich. Lass mich kurz schauen. Ah nee, du brauchst 3. Okay, dann wollen wir nochmal 2 aus dem Lager. Jawohl. Und schauen, was wir für einen Brief bekommen haben. Mushrooms, du. Oh, jetzt möchte er natürlich den Mushroom, nachdem ich ihn einmal Mushroom ins Museum gesteckt habe. Ach nee, Moment, er schenkt uns Mushrooms, du, als Rezept. Na, warum denn auch nicht? This rich and savory Mushroom Stew is popular dish among miners. Okay, danke dafür, Errol.
The increased flow of magic from the mines has begun to clear my head a bit. I recall that magic was once widely used by the humans who lived here. In fact, I believe I had granted much of that power myself. Apologies, I wish I could remember more. Das ist okay. Wir sind dafür sehr, sehr gut dabei, also mach dir keine Sorge. Okay. Ja, hier gibt es erstmal nichts, was ich weitermachen kann. Mir fehlt noch genau ein Punkt, damit ich wieder investieren kann. Und wie gesagt, wir machen eine kurze Stippvisite in die Stadt. Die Tulip kann ich dann auch direkt an Sissy ja weitergeben. My character in Aelin's game is a woodland druid who speaks the true names of flowers. Want to read my character bio? This is sweet. Thank you, Phantasm. Everything's looking good for the market tomorrow. Now I can enjoy night without any worries. Stimmt. Ist ja der erste Samstag, in dem wir den Markt aufnahmen. Nice to see another early riser up and about. My administrative duties frequently keep me holed up in my office. Do come by and say hello. It gets a little lonely in there. That's not a royal decree or anything, though. It would just be nice. Ja, kannst du haben. Thank you. Okay. Gardening Material. Sie möchte Sottenpiet. Okay. Das werden wir ihr auf jeden Fall mitbringen in Zukunft. Jetzt haben wir erstmal andere kleinere Prioritäten. Ich werde jetzt nicht mit der ganzen Gang hier im Inn sprechen. Wie gesagt, wir werden ja heute Abend sowieso mit allen reden. Und stattdessen möchte ich jetzt sofort in die Minen, nachdem ich im Museum war. Ich muss noch den Grasshopper und die Motte abgeben. Donate. Moment, ich kann nicht. Kann ich abgeben? Oh, ich dachte, ich kann nicht abgeben. Okay. Na gut, dann nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich kann die Motte abgeben. Aber die ist kein Teil der Kollektion. Na gut. Na gut. Na gut. Phantasm, will you be at the inn tonight? Hemlock has a new beer that wonderfully pairs with chocolate chip cookies, if you can believe it. That old farm has been derelict for quite some time. It makes my heart swell knowing someone will be taking care of it again. Welcome once more to Mystery of Phantasm. Danke, dass du das sagst. So spät. Okay. Wir haben glücklicherweise sehr, sehr viel Zeit jetzt auf der Hand, um uns in den Minen mal so richtig schön umzusehen. Jetzt werden wir auch erfahren, oh, die Minen werden doch randomized, denke ich. Sie werden doch randomized. Okay. Gut, das heißt, wir müssen uns doch nochmal hier versuchen durchzuprügeln. Hey, hör damit. Sag jetzt bitte nicht, dass... Okay. Ich hätte mich gebaitet fühlt. Gut, hier geht's runter. Oh. Wait, dich will ich haben. Wir haben ein Mine Cricket. A rare upper mine insect. Der Song sagt kinda catchy. Das ist cool. Ja, mit dem Kupfer. Oh ja, stimmt. Du hast existiert. Lass mich dich zusammenschlagen. Aua. 10 Schaden. Aua. Und du hast mir buchstäblich Geld gegeben. Interessant. Oh, daneben. Aber er hat sich selbst gestunt. Oh, ist das der Rubin, den Bella haben möchte? Ich möchte, dass wir in Dandelion loswerden. Monsterfang, A pointed fang sometimes dropped by saplings. Used in certain cooking and crafting receipts. Cooking receipts? Okay. Ach nein. Ach nein. Bleibt bitte, wo ihr seid. Danke. Ich möchte den Ruby abbauen. Ruby, a sparkling red gem. Can be sold, gifted or used in certain crafting receipts. Okay.
Sehr schön, sehr schön. Und du droppst noch irgendwas, was ich nicht kenne. Ah, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich brauche auf jeden Fall irgendwann mal... Ich hoffe, dass wir mehr Inventarplatz kriegen können. Weil ich brauche den definitiv. Ich bin jetzt einfach mal so frech und nehme an, dass die ganzen Monster-Sachen... Oh, da ist ein Wurm. Ich glaube, der Wurm ist mehr wert für uns. Ach, come on. Come on. So viel Müll hier. So viel Müll hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles entsorgen soll. Tunnel Belly Pit. Okay, gut. Ja, ich glaube, da ist es nämlich alles ein bisschen mehr wert. Ich würde jetzt am liebsten sofort die Minen verlassen. Ich glaube, ich mache das auch eben. Yep, ich möchte die Mines exiten. Und dann kann ich all das erstmal wieder in dem Museum ablagen. Guten Tag. Phantasm, wrapped up your course for the day already? I gotta get a hustle on. Don't want to be late for the internet. Na, ich bin noch nicht fertig. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Donate. Ich möchte nämlich erstmal die beiden Sachen hier loswerden. Okay. Moment. Achso, das war beides aus derselben Kollektion. Oder? Ja, Tatsache. Natürlich war es das. Was anderes hätte ja auch gar keinen Sinn ergeben. Aber gut. Ah, dann würde ich sagen, das reicht erstmal für die Mine. Und wir gehen nochmal in die Stadt. Ups. Und da würde ich erstmal die beiden Quests einlösen. Einmal den Rubin und einmal das Kupfererz. Guten Tag. What the? You completed my request? Fine, let's go get your reward. Oh, das hast du Schönes für mich. There, now scram. I've got work to do. Okay. It's good to hear you back at work, Mark. I guess that means someone completed your request? Lady Aline, yes, it does. Happy to help out. Oh, how wonderful. Thank you, Phantasm. Thanks, Phantasm. I have an idea. As an extra reward, why don't you give Phantasm a quick lesson in blacksmithing? Doesn't that sound like fun? Sure. Falls wir aus unserem Kupfer derzeit was machen können, wäre das gar nicht so verkehrt. Blacksmithing is a craft that takes time, skill and good materials. With enough practice, anyone can be a passable blacksmith. But a true artisan like myself can take it a step further and infuse the metal with new power. You are not ready for that. Would you like the blacksmithing tutorial? Ich denke mal, es ist selbsterklärend, also. Belassen wir es mal dabei. Oh, ein Kupferbahn. Go on, pick it up. You're giving it to... Was? You're giving it to Phantasm? Warum habe ich das gerade als To mit Doppel-O gelesen im Kopf? How generous, Mark. I... Yeah. Sure, why not? Danke. What did I tell you, Phantasm? He's a big softy, really. I'm sure he'll be happy to let you use his forge whenever you want to work on your blacksmithing. Fine. I have other work to take care of. Mann, Adeline, du bist so ein Tease. Nice. Und 100 für uns. Weil wir haben mit Aelin noch gar nicht geredet. Today's the day. I've got today's session of our historical adventure reenactment ready. Though it's also known by its official name Dragons and Drama. I'm looking to make replicas of the shield, sword and helmet. What do you think? We'll need to do a bit of detective work to find the secret of this alloy. But that's the fun part. Okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal... Wer wollte noch was? Baylor wollte noch was. Der ist bis unten. Gehe zu ihm. Und mache das jetzt praktisch zu meinem abschließenden Punkt für heute.
I wouldn't call Marge gracious, but he'll remember that you ventured into the mines for his copper. Probably, I think. Nett von ihm. Die Gang. See any cool bugs? Ich habe buchstäblich einen in der Tasche. Princess Maple is out on her daily constitutional and greets you. You went into the mines, take me next time. Please. Yeah, dein Käfer. Oh, for me? Let me think. Yes, I think I can find room for it. Ich meine, das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, dass du den eigentlich gar nicht wolltest. Guten Tag. Dale's going to ask you to take her into the mines next time. In case she asks, absolutely not. Ich meine, sie hat schon gefragt, aber nein. Mystery has been a little more lively since you arrived, Phantasm. It makes my heart swell. Most fish come out when it's sunny, but some prefer the rain. Oh, sie hatte doch das Haar hochgemacht, oder? Okay, Bella. You never let me down, Phantasm. This is exactly the kind of ruby my customer is looking for. Here's your cut of the deal, as promised. Danke für die 200. So, dann stecken wir natürlich erstmal die Reward wieder ein. Es gibt einfach immer so viel zu tun. Und jetzt kann ich Steinbänke craften. Sehr schön. Oh, you went into the mines? You're so brave, Phantasm. I always tell Celine that if she's having trouble sleeping, she ought to take a nap in her garden. Best way to wake up on time. Wow. Wow. Nicht time, sondern time. Time. Mit H. Und Y. Oh, I may look like I'm lazing the day away, but thinking up new business ventures the whole time. Haha. Alles klar. So, ich werde jetzt zurück in meine Farm gehen, auf meine Farm gehen. Werde die Sachen lagern und dann im nächsten Part gehen wir direkt ins Inn und haben einen schönen Abend mit der Stadt. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.